Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder meine Sub-Challenge für den Monat Juli. Ich habe gesehen, es gibt ein Video. Das ist die gute Nachricht. Es ist ein relativ kurzes Video. Es handelt sich um meine Neuzugänge aus dem Jahr 2020, Juli. Im Jahr 2020 habe ich ja nicht mehr so viele Neuzugänge gehabt wie in den Jahren davor. Das sind die Videos auch mal relativ kurz. Sollte da bei diesem Video kein Neuzugang bei sein, der noch mein Sub ist, werde ich wieder einen aus meinem Subglas ziehen. Ja, dann starten wir mal. Das erste Buch ist Der Bär und die Nachtigall von Kathryn Arden. Das war der Auftrag einer sehr spannenden, auch ein bisschen außergewöhnlichen Trilogie, die ich tatsächlich komplett gelesen habe. Also ist auf jeden Fall abgehakt. Ja, das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt, die aber so den mittelalterlichen bis frühe neuzeitlichen Russland so angelehnt sind. Also es gibt viele Märchengestalten und Legenden aus Russland. Es spielt in einem fiktiven Russland. Wir begleiten ein junges Mädchen von ihrer Kindheit an sozusagen, in ländlichen Gebieten, wie sie aufgewachsen ist. Welche magischen Fähigkeiten sie besitzt und welche Aufgaben sie sozusagen lösen muss. So, jetzt kommt schon eine Schmuckausgabe, und zwar Anna Karenina. Die Reihe übrigens Bernd Nachtigall kann ich sehr empfehlen. So, jetzt kommt Anna Karenina von Leo Tolstoi. Habe ich noch nicht gelesen. Ist jetzt allerdings eine Schmuckausgabe, deswegen liegt die nicht auf meinem Sub, weil ich mir halt Schmuckausgaben nicht nur zum Lesen kaufe, sondern vor allen Dingen auch, weil sie schön aussehen. Und das ist halt eine Barnes & Nobles Letterbound Edition Ausgabe. Ja. Ich habe tatsächlich aber auch andere Ausgaben von Anna Karenina. Irgendwann möchte ich dieses Buch nochmal lesen. Also das habe ich mir tatsächlich fest vorgenommen. So ein Klassiker, ja, der mich auf jeden Fall interessiert. Ich habe aber sehr viel Respekt davor, und das ist auch nicht das allerdünnste Buch, muss man dazu sagen. Aber irgendwann ist es dran. Steht übrigens auch auf meinen 99 Büchern, die man gelesen haben muss, Poster. Also wäre definitiv auch ein Kandidat für meine Klassiker-Challenge. Aber ja. Sehr schöne Ausgabe. So, was kommt als nächstes? Eine weitere Terry Pratchett-Ausgabe, und zwar The Last Continent. Auch die Ausgaben sind Schmuckausgaben und landen nicht auf meinen Sub. Zumal ich auch gar nicht mal richtig zuordnen kann, welche Bücher von Terry Pratchett ich schon mal gelesen habe in meinem Leben und welche nicht. Aber ich habe halt diese leingebundenen Schmuckausgaben sammle ich schon eine Weile. Und ich habe tatsächlich mittlerweile dieses Jahr angefangen, einen Reread zu starten. Und irgendwann möchte ich hier tatsächlich auch alle gelesen haben, aber da bin ich noch weit weg von, und ja. Aber nichtsdestotrotz sammle ich halt diese Ausgaben. Die übrigens leider aber auch sehr empfindlich sind. Also ich habe jetzt die letzten Ausgaben fast alle gebraucht gekauft, und diese Cover sind halt sehr an den Ecken vor allen Dingen sehr empfindlich und schaben da sehr schnell ab. Aber ansonsten, das tut den Inhalt erstmal keinen Abbruch. Ja, sind die englischen Ausgaben. Und ist sehr umfangreich. Ich glaube, fast alle Bücher von Terry Pratchett sind mittlerweile in diesen Ausgaben erschienen. Also die ganze Discworld und weiß gar nicht, an welcher Stelle The Last Continent so kommt, aber wahrscheinlich später. Boundless von Cynthia Hint. Das war eigentlich abzusehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich der dritte Band der Reihe. Letztes Mal hatte ich den zweiten Band hochgehalten und, glaube ich, fälschlicherweise gesagt, das war der dritte. Das ist diesmal der dritte Band der Reihe. Komplett gelesen, geliebt. Das ist eine Jugendbuchreihe, in der es um Engel geht und um Halbengel, und das Ganze ist so ein Urban Fantasy Setting. Fand ich großartig, fand die Hauptbuch ein bisschen großartig, und dieses ganze Worldbuilding dahinter fand ich auch sehr spannend. Kann ich definitiv weiterempfehlen. Ist auch im Deutschen erschienen, in Taschenbuchausgaben. Müsst ihr mal ein bisschen suchen, ist ein bisschen älter. Aber, ja. Starside, Brandon Sanderson, yay!
Das ist tatsächlich noch auf meinen Sub und damit ist das tatsächlich ein Kandidat. Ich sage noch, weil ich tatsächlich das Hörbuch gerade höre. Und noch haben wir Juni. Also ich gehe eigentlich stark davon aus, also ich gehe definitiv davon aus, dass ich das Hörbuch noch beenden werde im Juni. Dementsprechend wäre es im Juli für den Monat dieses Video gilt, nicht mehr auf meinen Sub. Ja, damit wäre es quasi auch vom Sub weg. Auch kein Kandidat. Mal gucken, was noch kommt. Eigentlich hätte ich es ja nochmal warten sollen, mein Hörbuch, ne? Dann hätte ich das jetzt im Juli hören können. Aber ich hatte gerade den ersten Band gereviewt und hatte jetzt das dringendste Bedürfnis, den zweiten Band weiterzumachen. Was haben wir da? The Art of War und Persuasion in der Schildfin-Ausgabe. Das sind sehr, sehr schöne Schmuckausgaben. Auch die landen nicht auf meinen Sub. Habe ich noch ein drittes? Achso, nee. Das sind relativ kleine, aber sehr hochwertig aufgemachte Schmuckausgaben. Ich finde die Cover wunderschön. Die sind halt so matt glänzend und geprägt und so. Das Papier innen drin ist sehr hochwertig. Sie sind auch sehr schwer für ihre Größe. Die meisten haben einen goldenen Buchschnitt. Ich glaube, fast alle. Und ein Lesebändchen. Sie haben teilweise bunte Illustrationen drin, also The Art of War zum Beispiel. Die sind sehr, sehr schön aufgemacht, sind auch relativ teuer, also die kosten schon so 20 Pfund sozusagen, wenn man die neu kauft. Ich versuche die halt immer mal wieder ein bisschen günstiger zu kriegen, aber ist nicht so einfach. Aber sind sehr platzsparend und die sehen halt sehr, sehr schön aus. Ja, also ich wollte eigentlich auf jeden Fall, glaube ich, die Jane Austen-Bände zusammen haben in der Ausgabe, aber auch viele andere Klassiker gibt es mittlerweile. Also das ist auch, es kommen auch immer wieder neue raus. Sehr schöne Schmuckausgaben. Ich könnte eigentlich auch mal wieder ein Video von machen. Ich könnte auch mal was davon lesen. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, vielleicht dieses Jahr Frankenstein zu lesen. Ja, jetzt rede ich noch weiter. Ich, keine Ahnung, also Persuasion von Jane Austen kennt wahrscheinlich jeder. The Art of War ist jetzt auch gerade nicht unbekannt. Ja, brauche ich jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Ja, das war tatsächlich. Also, bis auf Starside habe ich eigentlich alles gelesen. Starside selber lese ich gerade und werde ich noch beenden. Deswegen ist da jetzt kein Buch übrig geblieben für meine Sub-Challenge. Aber, da ich das auch schon wusste, habe ich mir so ein schönes Glas hier aufgemacht. Mit den restlichen Sub-Büchern aus den Jahren davor, also 2019 und jünger. Und da werde ich dann drei Zettel ziehen und mir ein Buch davon aussuchen. Die Verratenen von Ursula Poznanski. Meine Kamera stellt war, nein, nicht scharf. Deswegen könnt ihr die Zettel auch nicht lesen. Müsst ihr mir zu glauben. Talon. Oh, Teardrop. Kann ich aussortieren? Habe ich nämlich aussortiert. So. Godspeed 2. Da ich für den Juli was Besonderes geplant habe, das werdet ihr in meiner Leseliste noch sehen, werde ich mich jetzt tatsächlich für Godspeed 2 entscheiden. Ich habe so meine Bedenken. Ich habe Godspeed 1 vor 6 oder 7 Jahren gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß ungefähr null, also ich weiß ganz grob, worum es ging. Aber sonst weiß ich null. Ich werde aber versuchen, einfach im zweiten Band einzusteigen, zu gucken, ob es mich im zweiten Band noch auf Anhieb fesseln kann oder ob ich das Interesse wirklich verloren habe. Es lockt mich eigentlich nichts, aber es ist mir eigentlich auch noch zu schade, um das Ganze auszusortieren. Deswegen ist da eine Entscheidungsfindung durchaus angebracht. Deswegen nehme ich mir jetzt. Nehme ich das als Zeichen und werde mir Godspeed 2 auf die Leseliste setzen.
Ja, dafür sind solche Gläser da. Ne? Das ist übrigens das Exemplar. Godspeed 2. Ich kann noch mal eben eine Zusammenfassung von Godspeed 1 hier geben, was hier drauf steht, weil ich nämlich auch nichts mehr weiß. Ja. Junior. Es ist ihr Haar, das mich anzieht. Es ist so rot. Ich berühre das Glas, in dem sie liegt, und merke erst jetzt, wie kalt es ist. Mein Atem bildet weiße Wölkchen. Meine Fingerspitzen bleiben im Glas haften. Ich lege die Hand oben auf den Glaskasten über ihr Herz. Verglichen mit ihrer schimmernden Haut ist meine ein dunkler Schatten. Amy. Ich renne und renne und renne. Vorbei an Krankenhaus, durch den Garten und an einen Teich vorbei. Bis zur kalten Metallwand. Dort bleibe ich stehen und schnappe nach Luft. Mein Herz hämmert in meinen Ohren. Ich strecke eine Hand aus und berühre die Wand. Meine Finger ballen sich zur Faust und da wird mir die wichtigste Tatsache bewusst, was das Leben hier betrifft. Man kann nirgendwo hinrennen, aber flüstert mein Herz, da ist Junior. Was müssen Amy und Junior opfern, um auf den Godspeed zu überleben? Der spektakuläre Auftakt der Godspeed-Reihe. So, wenn ihr jetzt genauso wenig wisst, worum es ging wie ich, das war nicht sehr hilfreich. Versuchen wir mal den Innenklappentext nochmal. Die 17-jährige Amy ist einer der eingefrorenen Passagiere an Bord der Godspeed. Sie hat alles zurückgelassen, ihren Freund, ihre beste Freundin, ihr komplettes bisheriges Leben, um mit ihren Eltern am Projekt Arche teilzunehmen. Amy und ihre Eltern sollen am Ende ihrer Reise zu einem neuen Planeten wieder erweckt werden, 300 Jahre in der Zukunft. Aber 50 Jahre vor der geplanten Landung wird Amys Kühlkasten mysteriöserweise abgeschaltet und sie wird gewaltsam zurück ins Leben gerissen. Hat jemand versucht, Amy umzubringen? Von nun an ist Amy in einer Welt gefangen, die ihr vollkommen fremd ist. Alle Passagiere der Godspeed folgen gehorsam dem tyrannischen und furchteinflößenden Anführer. Alle, bis auf den jungen rebellischen Junior, der vom ersten Moment an von Amy fasziniert ist. Irgendwie fühlt sich Amy zu Junior hingezogen. Aber kann sie einem Jungen vertrauen, den sein Leben lang der Blick hinter die kalten Metallwände der Godspeed verborgen blieb? Amy weiß nur, dass ihr und Junior nicht mehr viel Zeit bleibt, den schrecklichen Geheimnissen der Godspeed auf die Spur zu kommen. Ja, so ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Es ist halt ein Jugend-Science-Fiction-Buch. Es geht leider oder natürlich wahrscheinlich auch sehr viel wieder um Liebe zwischen Amy und Julia, wie man im Klappentext durchaus merken dürfte. Ich fand aber tatsächlich diesen Sci-Fi-Anteil spannend. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Reihe noch weiter verfolgen wollen würde. Jetzt ist der zweite Band auf meiner Liste. Mal schauen, was dabei rumkommt. So, dann sage ich mal, ihr könnt gerne was zu den Büchern sagen. Ich würde auch gerne sagen, was ihr so in nächster Zeit lesen wollt, auf den Sub habt oder gerade gelesen habt. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.